Jo meine Lieben, so Schaubar und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zum 150 Abo Special Leute und erstmal danke für die 150 Abos Leute und zum 150 Abo Special kommt ein freshes FAQ und so habe ich ja gesagt, ihr sollt mir ein paar Fragen stellen und ich hätte eigentlich gedacht, dass gar nicht so viele reinkommen, deswegen habe ich überlegt, auch ein paar andere Fragen aus anderen Videos zu nehmen von früher, war aber auch nicht der Fall, denn es sind sehr, sehr viele reingekommen oder Leute haben immer mehrere Sachen gefragt, das fand ich richtig lustig und beginnen wir mal mit dem ersten. Mole TV, Mole in HD fragt: Würdest du mal mit mir aufnehmen, wieso Let's Plays du gerade Ender Games? Magst du den Mole Clan und was ist deine Meinung zu Bowspam? Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Würdest du mal mit mir aufnehmen? Klar, Digga. Das einzige Ding ist da, du hast kein Discord und so, kann ich mich schlecht mit dir verständigen. Vielleicht schickst du mir per Privatnachricht irgendwie WhatsApp-Nummer oder keine Ahnung was. Oder ich schau mal auf diesen Mole-TS vorbei, dass wir irgendwann mal was Freshes, Endergames oder so, einfach mal aufnehmen können. Da hätte ich mal richtig Bock drauf, Leute. Link zum lieben Mole ist mal in der Beschreibung oder in der Infocard, je nachdem. Schaut bei ihm vorbei, er macht freshe Endergames-Videos und er ist auch noch richtig gut. Und zwar fragt ihr auch noch, wieso Let's Plays du gerade Ender Games? Und zwar, Leute, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in die Zeit. Ich hatte einfach früher überhaupt, war ich ein bisschen zu geizig, um mir Minecraft zu kaufen. Und ich habe auf jedem Server gesucht, ob man Minecraft dort findet. Und man hat es nicht gefunden. Oh Gott, Alter, wie die Kamera gewackelt hat. Nirgends gab es Ender Games. Und ich wollte es so unbedingt spielen, weil ich diesen Spielmodus einfach so ultra geil fand. Ich fand diesen Modus so nice. Ich habe diesen Modus so geliebt, aber ihn gab es nirgendwo. Und als ich dann auf Gommel war und gesehen habe, wie dieser Modus dem Abgrund entgegenging, fand ich das richtig schade. Alter, ich habe gerade voll gespuckt. Ich fand das richtig schade, deswegen spiele ich Ender Games und ich feiere es übel. Und wir versuchen, Ender Games zurückzubringen mit dem Hashtag Rettet Ender Games. Kommen wir zur nächsten Frage. Magst du den Mole Clan und was ist deine Meinung zu Bowspam? Der Mole Clan ist anscheinend ein Clan von ihnen, wo sie halt Ender Games und so zocken, wo man reinkommen kann. Ich bin nicht so gut in Ender Games, deswegen wäre das für mich nicht so wahrscheinlich logisch, wenn ich in den Mole Clan reinkomme. Aber ich finde es ganz nice, dass es so eine Gruppe von Leuten gibt, die immer noch versuchen, Ender Games zu retten. Finde ich fresh. Und meine Meinung zu Bowspam ist, Bowspam finde ich natürlich ein bisschen schon blöd, wie man das in meinem letzten Video gesehen hat. Kurzer Einschnitt. Da bin ich einfach durch Bogen gestorben. Finde ich nicht so geil, Bogenspam, aber gehört einfach dazu. Zu Minecraft ist einfach so. Nächste Frage von Mauli ist: Was kannst du eigentlich? Und was kann ich eigentlich? Hello, darkness, my hab kein Leben. In Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben? Also, ich würde schon sagen, chaotisch, witzig und, boah, motiviert würde ich sagen. Ich bin motiviert für alles, was ich mache, wie zum Beispiel für YouTube. Dafür brenne ich einfach. YouTube, that's my life, my heart, all you know. Okay. Nächste Frage kommt von Plain. Abonnierst du mich? Ja klar, warum nicht? Spaß, jetzt kommt mal seine richtige Frage. Und wie bist du auf deinen Namen gekommen und wie groß bist du? Und zwar, ich bin ungefähr, ich glaube, 1,80 Meter bin ich groß. Ich bin ungefähr 1,79 Meter bis 1,80 Meter. Afro pusht natürlich 5 cm, aber 1,80 Meter müsste ungefähr hinkommen. Und wie ich auf meinen Namen gekommen bin, ich hieß irgendwann mal eigentlich ganz anders. Ich glaube, ich hieß irgendwas mit, Fighter Player PS3, als ich noch in PS3-Zeiten war. Und dann hat sich mein Bruder eigentlich den Namen Rey Miz wegen dem Wrestler Rey Mysterio und diesen Wrestler The Miz ausgedacht und deswegen Rey Miz. Und ich dachte mir einfach nur, wieso nicht? Dann habe ich ihn einfach den Namen geklaut und seitdem heiße ich Rey Miz 559. Wieso wolltest du mit YouTube anfangen? Fragt der liebe Ace Julians. Wieso wolltest du mit YouTube anfangen? Und zwar YouTube, Leute. Ich bin schon seit 2010 auf YouTube dabei. Damals war ich 6 Jahre alt, Leute. 6 Jahre. Seitdem gucke ich schon YouTube aktiv. Ich habe alles gesehen. Wie Dena groß geworden ist, wie GLP groß geworden ist, wie Nebelnik groß geworden ist. Ich habe alles gesehen, Leute. Ich bin schon so lange dabei. Und ich dachte mir einfach nur, ich will das auch. Ich will
Oh, ich liebe es einfach, YouTube-Videos zu machen. Das ist einfach so geil. Und ich dachte mir einfach, wieso soll ich das nicht machen? Weil ich meine, es ist doch nice, oder? Oder seht ihr das? Tschüss. Nächste Frage. Hast du eine Freundin? Und wie heißt du? Und kommen wir zur ersten Frage. Nein, ich habe leider keine Freundin. Grund Forever Alone? Dann würde ich einfach sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Nochmal vielen Dank an 150, oh mein Gott, aua, hat das wehgetan. An 150 Abos, danke, gehen raus. Es sind schon 152 mittlerweile. Ich finde es so krass. Danke für euren Support in letzter Zeit. Mittlerweile macht jedes Video bei mir um die 40 Klicks. Und das finde ich richtig, richtig nice, dass ihr alle so aktiv seid. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, mach's gut und ciao. Und Lava, du Dreckviech, ich hab dich schon gesehen, aber ich wollte dich einfach nicht dran nehmen.